Und wir wollen jetzt direkt live schauen zu der SPD, zu dem außerordentlichen Parteitag. Denn jetzt gerade also die Meldung, dass der außerordentliche SPD-Parteitag den Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP dann also jetzt mit einer großen Mehrheit der Sache zugestimmt hat. Wir hatten es gerade gehört, keine große Überraschung, aber trotzdem natürlich ein wichtiges Ergebnis, das sie dort jetzt erzielt haben. Zum allergrößten Teil ist dieser Parteitag natürlich online aufgrund der Corona-Situation. Die Abstimmung lief jetzt vor wenigen Momenten. Das Ergebnis jetzt also klar. Die SPD hat für den Koalitionsvertrag gestimmt. Wir sehen auf der Bühne unter anderem natürlich den designierten nächsten Kanzler Olaf Scholz. Und mein Kollege Achim Unser ist für uns vor Ort. Achim, jetzt wissen wir also, der Koalitionsvertrag, dem wurde zugestimmt. Wir wissen, Olaf Scholz wird Kanzler. Ansonsten ist es ja noch immer spannend bei der SPD. Oder hat man da heute zumindest schon ein paar Stimmen gehört, wer neben Olaf Scholz in der künftigen Regierung sitzen soll? Also das wird noch nicht verraten, aber ich kann das Ergebnis noch mal bekannt geben. Der Abstimmung 98,8% der Delegierten haben für diesen Koalitionsvertrag gestimmt. Also wenn man das keine überwältigende Mehrheit nennen kann, tatsächlich also ganz große Rückendeckung für Olaf Scholz, hier eben in die Regierung zu gehen, zusammen mit der FDP und mit den Grünen. Morgen ist ja dann die FDP dran und am Montag dann die Grünen, die dann darüber abstimmen müssen. Aber wenn die SPD es da schon so vorgelegt hat, dann gehe ich davon aus, dass das dann morgen, übermorgen ganz ähnlich ausgehen wird. Vielleicht bei den Grünen ein bisschen kritischer. Aber du hast es angesprochen, die Kandidaten bzw. jene Mitglieder, die da ins Kabinett ziehen von SPD-Seite, die werden heute auch noch nicht genannt. Ich hatte vorhin mit Christine Lambrecht gesprochen, der noch Justizministerin, die dann eigentlich vorgesehen ist für das Innenministerium. Die hat gleich zu Beginn des Interviews gesagt, fragen Sie mich nicht, welches Amt ich übernehme, ob ich ein Amt übernehme. Wir werden dazu schweigen bis zum Montag. Heute reden wir erstmal über Inhalte. Das ist geglückt. Tatsächlich, Olaf Scholz und die anderen, die heute gesprochen haben, konnten eben die Partei davon überzeugen, dass man in diese Regierung gehen soll. Du sagst überzeugen. Wie kritisch waren denn die Stimmen innerhalb der Partei? Gab es Menschen, die man jetzt auf den letzten Metern wirklich noch mal davon überzeugen musste? Oder hat man sich die ganze Zeit schon sehr zufrieden mit dem gezeigt, was man mit Grünen und FDP da jetzt also zu Papier gebracht hat? Also ich würde sagen, man hat sich eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden gezeigt. Es gab da einige, die dann eben in dieser Aussprache gesagt haben, ja, ich hätte aber noch gerne in dem Bereich mehr gehabt. Natürlich, es ist klar, die Parteilinken wollten eine Steuerreform, wollten, dass Besserverdiener eben mehr Steuern bezahlen. Damit sind sie nicht durchgekommen in den Koalitionsverhandlungen gegenüber der FDP, genauso mit dem Aufweichen der Schuldenbremse, damit man eben Geld hat für Investitionen. Auch das hat die FDP gesagt, das machen wir nicht mit, aber das waren ja auch eben die Wahlkampfschlager der FDP im Wahlkampf und die konnte da schwer abrücken von dieser Position. Aber Christine Lambrecht hat dann eben auch zu mir gemeint, also die noch Justizministerin, wir werden da dran arbeiten. Auch Saskia Esken, die Parteivorsitzende, hat gesagt, das werden Themen bleiben, die werden wir dann in diesen Regierungsjahren, die wir dann haben werden, immer wieder ansprechen und darauf hoffen, dass wir da doch noch irgendwie Gehör finden, dass wir eine Mehrheit finden innerhalb der Regierung. Ganz herzlichen Dank, Achim Unser. Dankeschön.